Die berühmten italienischen Filmstudios Cinecittà am Stadtrand von Rom träumen von neuem Glanz. Fellinis La Dolce Vita wurde hier gedreht, ebenso Blockbuster wie Ben-Hur, Cleopatra oder Quo Vadis. Insgesamt mehr als 3000 Filme, viele mit Oscars ausgezeichnet. Doch das Hollywood am Tiber ist in die Jahre gekommen und braucht dringend eine Verjüngungskur, erklärt der Leiter der Filmstudios. Die größten Studios bieten gigantische Drehmöglichkeiten, zum Beispiel unser Teatro Cinque, in dem Fellini drehte, mit seinen 3500 Quadratmetern. Das ist die richtige Größe. Wir brauchen mehr Studios von dieser Größe. Um künftig anspruchsvolle und aufwendige Filme und Fernsehproduktionen beherbergen zu können, sollen die Studios, die seit 2017 unter öffentlicher Kontrolle stehen, neu durchstarten. Mit 260 Millionen Euro Fördergeld aus dem Konjunkturpaket der EU. So soll Cinecittà erneut zu einem bedeutenden europäischen Filmzentrum werden. Der Standort wird über modernste technologische Mittel verfügen, denn Studios sind nicht mehr nur Orte, an denen dank kunstvoll gestalteter Kulissen grandiose Szenen in Innenräumen gedreht werden. Dank Virtual Reality sind auch Außenszenen möglich, somit kann hier ein Film mit seiner Gesamtheit entstehen. Geplant ist, die existierende Drehfläche, die sich aktuell über etwa 40 Hektar erstreckt, zu verdoppeln durch den Bau von 5 neuen Studios und die Renovierung und Erweiterung der bereits existierenden.